Fischer auf dem Tschadsee kämpfen sich durch dichte Vegetation. Afrikas viertgrößtes Gewässer ist reich an Fisch, doch es trocknet aus. Gründe dafür sind der Klimawandel und die Wasserentnahme für künstliche Bewässerung. Der See lässt fruchtbaren Boden zurück. Seit Jahren zieht es daher immer mehr Menschen hierher, aus der dürregeplagten Sahelzone, aus Mali, Nigeria und Kamerun. Mahamat Hamid lebt im Dorf Kinaserom. Von seinem Nachbarn wird er zum Abendgebet eingeladen. Wir leben hier in Frieden mit allen ethnischen Gruppen. Was immer einem Menschen passieren kann, Gutes oder Schlechtes, kann auch jedem anderen passieren. Deswegen ist es wichtig, zusammenzuhalten. Ein üppiges Mahl kann der See immer weniger Menschen bieten. Viermal mehr Menschen leben hier als früher, doch die Ressourcen gehen zurück. Die Regierung will gegen die Überfischung angehen und hat kleinmaschige Netze verboten. Für die Fischer, die ihren Fang nach Nigeria oder auf den Märkten der Hauptstadt verkaufen, wird das Leben immer schwieriger. Zuletzt gab es ungewöhnlich starke Niederschläge. Und es ist paradox, die Lage wird dadurch nicht einfacher. Es gibt zu viel Wasser und die Maschen unserer Netze sind zu groß. So können wir nicht die Fische fangen, die weiter unten in der Tiefe leben, zwischen den Pflanzen. Wir müssen einfach warten. Seine Kollegen und er werden mit leeren Händen heimkehren. Diese Fischer haben andere Netze. Aber auch sie haben nur wenig gefangen. Seit Jahrhunderten passen sich die Menschen am Tschadsee steigenden und sinkenden Pegeln an. Doch jetzt sind sie besorgt. Es ist schwer, etwas im Wasser zu finden. Wenn das Wasser steigt, werden die Ackerflächen überschwemmt. Wenn das so weitergeht, müssen wir hungern. Wir hatten keine Zeit, andere Flächen vorzubereiten. An einigen Stellen sind kleine Deiche und Schutzvorrichtungen angelegt worden. Viele Menschen hier wollen einfach nicht glauben, dass ihr See austrocknet und eines Tages verschwunden sein könnte. Musik